Was sollen wir machen? Sollen wir uns noch ein Bennett-Video angucken, Digga? Hätte ich auch Bock, ne? Lass hier reingehen, Mann. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Komische TikTokerin belästigt Männer für Klicks. Da bin ich mal gespannt, was da passiert. Did you take pictures of my ass quick? It's her slap. My vibe is not here. Was, Bro, was geht, Alter, was geht? Junge, was geht? Oder 5 Subs, Alter, Fox, mit einer Dankeschön. Hey, Bro, Dankeschön. Guck mal, ich hab grad vorhin auf Video von Navix reagiert, Mann. Da warst du drin. Weh in den Chat, Junge. Crazy. Danke, Mann. Danke, ich küsse doch dein Ernst. Ey, Bruder, guck. Wer hat das gesagt? Pro Stunde 4 Euro? Guck, jetzt habe ich schon. Jetzt streame ich schon die zweite Stunde. 5 mal 5 sind 25. Guck, jetzt Stundenlohn auf $25 erhöht, ne? Crazy. Kolok hat das gesagt, ne? Ja, weil ich ausgerechnet habe, dass ich letzten Monat mit Twitch 60 Euro verdient habe. Ja, Bruder, jetzt Stundenlohn? Ne? Geht her. Crazy, danke, Mann. Alles klar, das reicht mir eigentlich auch schon wieder. Schönen guten Tag. Heute schauen wir uns mal die TikTokerin Natalie Reynolds an. Sie hat 2,3 Millionen Abonnenten, wer auch immer bei dies... Warte mal, Natalie... Oh mein Gott! Ich weiß, wer das ist. Das ist die, die diese eine im Stream, diese eine Frau da in dieses Wasser geschubst hat und dann einfach weggefahren ist. Oh mein Gott, darüber habe ich auch ein Video gedreht, ne? In den Abo da lässt, dem ist echt nicht mehr zu helfen. Natalie macht hauptsächlich TikTok, Alter, und streamt auf Kick. Und in ihren Videos macht sie eigentlich nur Brainrot-Content und respektlose Sachen wie fremde Männer zu belästigen und Obdachlose, die nicht schwimmen können, ja, ins Wasser. Genau. Darauf habe ich auch schon reagiert. Zu schmeißen. Ja, die Frau ist die Definition von Klickgeil und ich mache alles für bisschen Fame. Ja, und OnlyFans hat sie ja auch. Klar, wer hätte das gedacht? Klar. Was für eine Überraschung. Und das OnlyFans wird natürlich auch so gut promoted, wie es nur geht, damit die ganzen TikTok-Weirdos schön reinzappen. You name this actor, I'll buy whatever you want. Lana Rhodes. Nee, ich sag nix. Lana Rhodes? Okay. Ja, okay, Bro, Toasty. Ey, Jungs, was geht denn jetzt ab, Alter? Toasty, Bro, vielen Dank für deine 5 Subs. Guck schon, 50 Euro, Bruder. $50 Stundenlohn. Was? Wer hat gesagt, Junge, ich verdiene mit Twitch kein Geld, hä? Guck. Bruder, danke, ey. Ich küsse dein Herz, echt. Weh, Bruder. Weh. Danke, Mann. I'll buy whatever you want. Where do you want? Oh, you wanna go in here? How do you know who that actor is? Do you watch her a lot? Yes. Okay. Der Stundenlohn muss hoch. He said yes, very. Wie viele Subs haben wir eigentlich? Kann das mal jemand kurz und das in den Chat schreiben? Sie fragt dort einen kleinen Jungen, der wahrscheinlich nicht älter als 10 ist, ob er sie hier kennt. Bro! Multimillionär? Na, Millionär bin ich leider noch nicht, Digga. Das wär cool. Das ich bin noch sehr weit entfernt von Millionär. Pornostar, wie kannst du zu einem kleinen Jungen auf der Straße gehen und ihn fragen, ob er diesen Pornostar kennt? Und ob er auch oft ihre Videos schaut? What the f***? Ist das überhaupt legal? Wie wäre, wenn das vertauscht ist und ein erwachsener Mann zu einem schon, kleinen... Das ist crazy, Digga. Ich war gerade ein bisschen abgelenkt wegen den Subs, aber das ist wirklich crazy, zu einem kleinen Jungen zu gehen und sagen, ey, kennst du die? Mädchen hingeht und sie fragt, Mann, hey, kennst du schon diesen Star? Und 94 Subs. Auch okay. Immer solche Filme? Wenn ja, dann kaufe ich dir jetzt was Cooles. Das würde keine 10 Sekunden dauern und der Mann würde verprügelt werden und landet im Knast. Zu Recht aber auch, muss ich sagen. Nee, aber weil Chat. Es hier eine Frau macht und ein bisschen Brainwash-Musik, ja, Sounds und Untertitel hinzugefügt werden, ist es ja nur ein lustiges TikTok am Ende, was 700.000 Likes bekommt. Holy shit. Want shoes? Yes. Oh, you knew right away. You want those? Yes. Let's get them. $85. That's a lot. I know. Are you paying for it? You're paying for it. I thought you were buying me these shoes. Thank you for the shoes. Thank you. Und jetzt spart euch auch die Komma mit, ach, das ist doch eh geskriptet. Also erstens sieht dieser Junge nicht so aus, als hätte der eine Ahnung von der Planung, was hier gerade passiert. Und zweitens, selbst wenn es geskriptet ist, mindestens einer, und zwar er hier, wird danach nochmal Lana Rhodes googeln. Und wahrscheinlich die ganzen Kinder, die das TikTok dann sehen, werden auch dadurch beeinflusst. Entweder sie googeln Lana Rhodes selber oder klicken halt direkt auf ihren OnlyFans-Link, den sie in jedem Video verlinken. Das Problem ist halt, wie schon gesagt, dass die Leute das feiern. Die geben ihr einen Like dafür. Auch die ganzen Kommentare waren so, als wäre das ein witziges Video. Und ach, der Junge hat doch neue Schuhe bekommen, ist doch voll geil. Ich weiß nicht, ob das so cool ist, dass man Kinder dafür belohnt, wenn sie einen Pornostar erkennen.
Diese ganze Scheiße zerstört so... Ja, ja, real talk, real talk. Das ist auch das, was ich gesagt habe. Ja, das ist auch das, was ich gesagt habe. So schon die Gehirne und das ist bewiesen. Und jetzt das Ganze ja. noch zu... Boah, ich schreibe darüber meine Bachelorarbeit. ...an eine Kinder-Community? Weiß ich nicht. Das muss echt nicht sein, Mann. Schauen wir uns mal was anderes an von ihr. Was sie auch... Hype Train, Bruder. Kung Hype Train. Kann ich mir auch selber sammeln? Damit ich... Ich habe Level 3 Hype Train erreicht? Bruder, kann ich mir selber sammeln oder sowas? Warte mal. Wie geht das? Dann erreiche ich Level 4. Bro, ich weiß nicht, wie das funktioniert, Digga. Ich kann nur markieren, Abwehrmodus einschalten. Ich kann gar nichts machen, Digga. Wie kann man selber Saft verschenken? Sind diese Kiss or Slap, Digga. Ja, kiss or Slap. I don't know what you're talking about. You kiss or slap. Also sie fragt fremde 24, Menschen, ob sie sie entweder küssen wollen oder sie auf ihren an OnlyFans verkauften slappen wollen. Not neither one. What? My wife. Really? Yeah. Bro, der Mann steht da mit seiner Frau. Das ist seine Frau. Und du f*** die beiden ab mit so einer Kackfrage für dein TikTok? Okay, if he kiss or slaps me? I don't think he wants to. No kiss or slap? We don't know where you've been. You don't know where I've been? Mama said, I don't know where that's been. Don't eat that. He's just roasting me. Shoutout an diesen Giga-Chat hier. Der hat sie einfach in den Boden gestampft. Falls ihr das nicht verstanden habt, er meinte quasi sowas wie, dass er keine Ahnung hat, wie viele schon vorher auf ihr drauf waren und deshalb er keinen Bock auf sie hat. Und ich sag ehrlich, stark. Diese Vermutung ist legit, weil wer so nasty TikTok-Content macht, sie muss für die Streets sein. Mir ist natürlich auch klar, dass das irgendwo nur Ragebait ist, so, dass sich die Leute mehr darüber aufregen und sie somit mehr Klicks macht und so weiter. Aber trotzdem muss da tief in ihr irgendwas kaputt sein, weil kein normaler Mensch kommt auf so einen unangenehmen halt Müll. Wieso sollte ich einfach zu einem älteren Pärchen gehen und dann den Mann fragen, Kiss or Slap? 2024 TikTok Brainwort durchgespielt. Größere Hype Train als Shoyoka. Das ist crazy. He's walking away. Bro, I can't be doing this. Why? 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 Take a look around, maybe. Wie, warum? Siehst du nicht, dass seine Freundin daneben ist? Context clues. What? I don't. What context clues? Looking every direction, but we're. Der Bruder kommt gerade richtig ins Schwitzen, nichts Falsches zu sagen vor seiner Freundin. What context clues? Looking every direction, but where she's supposed to. What? I plead the fifth. You plead the fifth? Yeah. I'm sorry. Natalie kann das gar nicht verstehen gerade. Was? Wie jetzt? Du willst nicht? Aber ich glaube, die leben auch alle in einer ganz anderen Welt, diese OF-Creatoren, ne? Die sind so richtig davon überzeugt, dass jeder die geil finden und sowas. Und das, die checken das nicht, dass es auch Leute gibt, die richtig cringe finden. Deiner vernünftigen Freundin Schluss machen für eine von 10.000 anderen OnlyFans-TikTok-Hurren? Kann ich ja gar nicht verstehen. Spaß, Ironie, ne? Ich kann's total verstehen, dass er keinen Bock auf dich hat. Kiss or slap? Go away, please. You wanna do kiss or slap? Nope. Go away. Why? Because I think you're obnoxious. You want me to hit you? Yeah. Oh my god. Go away. Go in my video viral right now. Guck mal, ich hätte auch gar keinen Bock, ne? Guck mal, das ist ja richtig unangenehm. Go my video, go viral away. Da sind einfach irgendwelche Leute, irgendwelche Grannys, die da sitzen, Digga. Die wird einfach mies belästigt von denen, ja? Und die sagen einfach nur, ey, geh weg. Und die macht da halt einfach weiter, Bro. Was ist denn falsch mit denen? Das davor war schon alles cringe. Aber jetzt geht's wirklich eine Stufe zu weit. Die Leute sitzen da und wollen nur in Ruhe essen und sagen sogar, dass sie bitte gehen soll. Jo, safe. Und dann trotzdem noch weiter zu nerven und im Hintergrund so zu lachen, wenn die Frau verständlicherweise ausrastet, ist crazy. So, ha, 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 ja, Mann. Wie lustig. Lachkick. Diese Natalie schießt ja echt Lachkick. Auf alles. Also wirklich auf alles. Hauptsache, sie bekommt den nächsten viralen Clip. Willkommen in unserer Welt. Und die hat Glück, dass sie bis jetzt noch nicht an den Falschen geraten ist. Die Videos werden in Amerika gedreht und oh Junge, wenn du da den Falschen nur ein bisschen zu sehr nervst, kann sein, dass du Schüsse abbekommst. Boah, ich glaube, in Russland ist es sogar noch schwieriger, oder? Spaß. Can you take pictures of my a**? For what? My a**. Picture of your a**? Yeah. For? Just a post. Could you be in the picture? Was ist falsch mit... Das ist so unangenehm, wirklich. Das ist so unangenehm, Bruder. Warum macht da auch niemand irgendwas gegen die? Weißt du, wie ich meine? Safe, wenn der Typ einen Anwalt anschalten würde, ja, dieses Video finden würde, einen Anwalt anschalten würde, der würde zu 100% gewinnen. Ich würde das so ausnutzen, real talk. Wird irgendjemand zu mir kommen, ja,
sowas machen in einem Laden und ich würde sagen, nee, lass mich in Ruhe und ich gehe einfach und ich finde das Video auf Social Media, ich würde nicht mal sagen, dass sie das Video bitte löschen sollte. Ich würde direkt einen Anwalt holen. 100%. Ich würde wirklich den letzten Cent aus der rausholen. Ja, sie geht einfach zu... Obwohl ich wirklich gar kein Typ für Anwälte bin. Ich habe gar keinen Bock, Digga. ...fremden Leuten und fängt an, sie sexuell zu belästigen. Aber einfach aus Prinzip, weil die mit dem Content Cash macht, beziehungsweise mit, die lädt dieses Brainrot-Video hoch, ja, und die Leute nehmen dann, also sammeln dann noch wegen diesem Video in ihr OF rein. ...und fragt, ob sie Bilder machen können von ihrem Bomboklatt? Obwohl, naja, Bomboklatt ist was anderes für mich, so. Time shit. Aber was soll dieses Video jetzt aussagen? Ich habe gerade einen Mann sexuell belästigt und jetzt kauft bitte alle mein OnlyFans, ansonsten lande ich morgen wieder auf der Straße. Ist crazy, wirklich. Ich muss darüber auch nicht einmal lachen oder so. Und ich bin wirklich jemand, ich lache bei allem. Du kannst mir die unlustigste Scheiße zeigen und ich würde wahrscheinlich Lachflecht bekommen. Ja, ne, stimmt, ja, da wurde auch mal McDo verklagt, also McDonald's, weil die auf ihrem Becher nicht hingeschrieben haben, dass es heiß ist. Aber hier, mein Gesicht ist die ganze Zeit so. Sack. Sack? Ich kann auch verstehen, wieso diese ganze TikToker- und Influencer-Welt nicht ernst genommen werden kann. Stell dir mal vor, du tauchst gerade so als etwas älterer Mensch neu in diese Welt ein und siehst das als erstes. Also entweder du entwickelst danach chronischen Hass gegen jeden anderen Influencer oder du bist ein alter, verzweifelter Sack, der im Nachhinein die OnlyFans abonniert. Ist Grab an Option? Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott. You didn't give me an option to pick. Ja, und da haben wir den alten und verzweifelten Sack, der darauf reinfällt. Bro, komm schon. Hast du keine Freunde oder Familie? Bruder, das ist hart. Das ist wirklich hart. Bro, wieso ist so ein Video auf TikTok online, Mann? Was ist los hier, Bro? Was ist los, Mann? Ich verstehe das für dich, Mann. Ich verstehe die Welt nicht, Bruder. Deus Tentakel, Alter. Familie, die vielleicht das Video sehen könnten und dich dann für einen Creep halten? Stell dir mal vor, du bist der Vater oder die Mutter von Natalie und siehst diesen Karriereweg. Stell dir einfach mal vor, du bist ihr Vater, hast alles dafür getan, dass sie ein vernünftiges Mädchen wird. Ja, aber stell dir mal vor, du bist doch, keine Ahnung, die Tochter von dem Typ, der die gerade angegrapscht hat. What the fuck? Dann liegst du eines Tages zu Hause auf deiner Couch und siehst dieses Video von deiner Tochter. Ich würde heulen. Ich würde wirklich heulen. Also wenn das wirklich jemand aus ihrer Familie ist, dann weiß ich, wieso die nicht zu ihrem Content sagen. Sie wollen selber mal ein Stück beißen von ihr. Was beißen? Ich da gerade gesehen. Ja, und nicht nur in ihren TikToks belästigt Natalie andere Leute. Nein, sie macht das sogar live in ihren Streams. Hier ist sie, naja... Ich kann nicht alles davon zeigen, aber sie ist hier mit einer aufgemalten Kleidung im Gym. Also, sie trägt keine richtigen Sportsachen, sondern die sind nur auf... Nein, nein, was? Was? Nein, Bro. Halt. Go closer. He's saying you need to leave. He's not... Ach du Kacke, ja. Oh mein Gott, das hier ist alles gemalt. Das ist alles gemalt. Bro, what the fuck? 10 von 10 Prank, wirklich. Ha. Ich verstehe das auch nicht. Was ist daran lustig, Digga? Vor allem der Stream auch, ja, she's coward. Bruder, imagine, du gehst so in ein Gym. Ha, ha, ha. Ich kann mir echt nichts Lustigeres vorstellen, als wenn ich im Gym bin, nur ganz normal in Ruhe für mich selber trainieren will. Auf einmal kommt da eine rein mit Kamerateam, die ihre Klamotten aufgemalt hat und fängt an, mich zu nerven. Bitte, ja, real talk. Natalie, bitte such dir einen normalen Job oder mach Videos, wo du keine anderen Leute dabei abfasst. Ich meine, das muss doch auch funktionieren. Und falls ihr gedacht habt, es kann nicht noch schlimmer werden, doch, es wird schlimmer. In einem anderen Stream hat sie einer obdachlosen Frau, die sie auf der Straße getroffen hat, gesagt, dass sie $20 dafür bekommt, wenn sie jetzt in den See springt. With you, if I'm being honest. Really? Yeah. Yes. Yeah, well, I'll do it. Like, they're all saying you're sexy and shit. Really? Yeah, they're all saying W woman, she's thick as. You should jump in the water to find it for me. Well, why don't you jump in with me? I'll give you $20.
20 bucks? Yeah, that's a good deal. Das ist auch so gottlos, dass sie die Situation von der Obdachlosen so ausnutzt. Ja, weil darüber habe ich auch schon ein Video kein gedreht. Kein Essen im Magen hast und auch kein Geld. Weg. Natürlich macht man dann gefühlt alles für 20 Dollar. Und Nathalie sahnt dann schön im Nachhinein das große Geld ein für die viralen Clips. Das ist echt maximal ekelhaft. By the way, Shoutout an Ton verändert, der hat auch schon mal zu Recht... Gang. Ey, danke, Mann, was geht, Mann? Ey, Kuss, Herz und so, guck. ...darüber abgerantet, was... Bruder, guck dir mal ich an. ...jetzt hier passiert. 20 bucks? Yeah, so you go in. No, you gotta go in. You go in, you try to find the scanner. You said you're gonna jump in with me. I'll jump in after you. We're jumping together. Right? No. No. Achso, ja, Moment, gebe ich dir. Das würde mich jetzt nicht mal wundern, wenn sie die auch noch reinschubbt. Ich traue dieser Frau hier wirklich alles zu. You should just jump in right now. But I'm gonna jump in with my shoes on. Okay. Ready? Yeah, ready? Oh! Ja, ich muss das hier zensieren, weil man da den kompletten Bomboklatt von dieser Frau sieht. Wait, what? Did you see her? What? Oder auch so richtig respektlos, ne? Auch so richtig respektlos, so, sowas zu sagen, so, ja, did you see your ass und sowas. Und dann kommen diese Leute rein und die sagen ihr dann so, ja, man darf hier halt nicht reinspringen. Oh, You said it was okay. You said you wanted to swim. You told me to jump in. I didn't tell you to jump in. Und die kann gar nicht schwimmen. Willst du mich eigentlich verarschen? Sie lässt eine Obdachlose für ein 20 in der... Und vor allem, da wurde ja nicht mal irgendwas gemacht, ne? Die streamt ja genauso weiter, anstatt dass sie halt gebannt wird dafür oder sowas. Oder dass sie halt... Nee, ich glaube, von Kick weiß ich gar nicht, ob sie gebannt wurde. Aber dass sie halt auch vielleicht irgendwie ein Lawsuit bekommt oder sowas. Klar, die Obdachlose kann sich jetzt keinen Anwalt holen. Mann, echt, würde ich in Amerika wohnen, würde ich das streamen, ich hätte ihr einfach einen Anwalt besorgt und hätte sie einfach aus diesem Ding rausgeholt. Ich sag ehrlich, ich hätte ihr so, ich wäre da wirklich so dabei gewesen, Mann, und hätte die herausgefunden, woher die kommt. Ich hätte sie aufgesucht, hätte gesagt, komm, lass uns rechtlich dagegen vorgehen. Wir hätten zu 100% gewonnen. Real Talk. Die Arme hat halt kein Geld, um sich einen Anwalt zu holen. Und sagt, das ist halt auch hart, das ist auch respektlos, ne? Dass sie das niemals gesagt hat und tut so, als würde sie damit überhaupt nichts zu tun haben. Und dann haust du ab? Na, das ist krank. I can't swim. I can only fly. Guck mal, die lacht einfach. No, stop, seriously, don't. No, I didn't, let's go. Guck mal. Oh mein Gott, let's go, Digga. Drowning in the lake. God, there's a fire truck. Nah, this is bad. Natalie, wait, this is really bad. Oh ja, das ist wirklich schlecht. Das ist geisteskrank. Hä? Ach, war der Stream kurz einfach weg? Ah, Test. Nee, bin wieder da. Ja, F5. Schreib einfach F5 rein, Digga. Wie sie da wegrennt, während die Frau noch im Wasser ist. Oh nein, sie ertrinkt gerade. Was soll ich tun? Ich hau erstmal ab. Hat ja zum Glück niemand aufgenommen, deine Schandtat. Hast du Glück gehabt, dass zufälligerweise niemand gerade live war, währenddessen und alles gefilmt hat? Sogar die Feuerwehr musste kommen. Ach du heilige Scheiße. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie unnormal schlimm das ist, was sie da gerade getan hat. Die arme Frau da im Wasser. Geht's dir gut? Bitte, obdachlose Frau, bitte melde dich bei mir. Ich PayPal die... Digga, das ist auch Real Talk, ne? Nee, Digga, es geht. Das habe ich mir auch gedacht, ne? Wenn man jetzt in Amerika wäre, wirklich, ich hätte die einfach so unterstützt, weil du hättest auch so Schadensersatz dafür bekommen können. Bruder, was ist das einfach? Den 20. Ich PayPal dir wirklich den 20. Ich kann das alles nicht mehr mit diesen OnlyFans-TikTokerinnen, die alles machen für Likes und Fame. Ist komplett übertrieben. Es ist so traurig, dass genau das auch noch funktioniert. Die Frau hat 20 mal so viele Abonnenten wie ich. Bitte, Leute, ich will Millionen sie überholen Follower. Eines Tages. Bitte abonniert. Es kann doch nicht sein, dass sie so viele hat und ich nicht. Bitte. Die Welt ist mal wieder... Ja, das ist wirklich, also, ist ein gutes Video. Ich sag dir ehrlich, ich check's auch nicht. Warum? Warum einfach? Weil, weißt du, das hat... Irgendeiner hat mal damit angefangen, dass du so Ragebait-Videos machst, ne? Und das halt einfach die Leute triggert, dass die Leute das halt angucken. Und seitdem ist ja einfach alles überfüllt damit. Mann, es ist hart, Digga. Anstatt irgendwie was Cooles zu machen, Digga, nee, lass mal eine Frau da reinschubsen, die kann eh nicht schwimmen, juckt ja nicht. Oh, Mann, ey... Das Social Media ist so ein kranker Ort, ehrlich, Real Talk. Real Talk aus Real Talkhausen, Mann. Oh, Alter, Mann. Das Video will ich mir angucken.
Ein Millionär, der im Dreck lebt, Bruder. Hier, von Hit or Shit.